Willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Mit am Start haben wir unseren Rohr. Ja, hallo. Und froh geht's weiter hier auf dem Hof. Ja. Okay, ich muss die Sämaschine senken. Die Saat ist gewählt. Muss ich die Plane jetzt öffnen bei der Saat? Nö. Das ist nur, wenn du jetzt verlädst oder so. Da geht's eigentlich auch automatisch auf. Ach so. Okay, dann muss ich, denke ich mal, nur auf den Traktor. Ja, hier. Traktor schalten. Ups. Und Sämaschine anschalten. Gut, dann fahr ich mal. Ich nehme mich erstmal den hier. Geht aber auch schön geschmeidig. Wenn man das selber macht. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Es geht, aber man muss auch ein bisschen gucken, wo man lang fährt. Ach nee, Quatsch, das muss ja auf der anderen Seite. Oh! Jetzt hast du Mist gemacht. Nee, nicht ganz. Oh, hier ist ein Hang und ich habe die Sämaschine nicht gehoben, weil ich faul war. Weißt? Aha. Dementsprechend. Haut euch gerade so ein bisschen was mit Lenkung und Gas nicht mehr so ganz hin. Aha. So. So, geht doch. So. Zieht hier voll nach, die Gabel. Echt. Das ist heftig, ne? Oh, ich will's. Haben wir denn hier auch wieder einen Zirkus? Ne, glaube nicht. Schade. Der ist weiter zu, der Zirkus. Boah. Wir haben heute Stadt gewechselt. Ja. Bundesstaat, hast du gesagt. Aber ich muss sagen, ein bisschen mit den Paletten haben sie ja auch geändert, weil bei LS15 oder so, da sind sie ja gleich von der Gabel rutscht. Egal wie schräg man es hatte. Also das stimmt. Schon doch ein bisschen besser, aber. Ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Nö, aber sie haben sich schon ein bisschen verbessert. So, zwei hier noch. Zwei, ihr müsst noch. Warum? Ja? Ey, warum sitzt hier schon wieder ein Kerl drin? Ich wollte mich zu einer Frau setzen. In den Traktor. Ich sag nix. Wieso nicht? Nee. Was ne? Die sind von dir abgehauen, das war die Sache. Ach, erzähle nicht. Na da. Wer weiß, was du wieder erzählt hast? Nur Gutes. Glaub ich nicht. Da. Mensch, oh, du bist immer noch nicht fertig. Warte, ich bin noch gleich fertig. Verkehrte Seite. Oh, ich muss mal erstmal wieder sichern. Wieso sichern? Ja, der steht da auf dem Hänger. Nein. Was machst du, wenn eine Windböe kommt? Das Ding fliegt sofort runter, so schräg, wie das drauf steht auf der Kante hier. Was? Wir freilich. Ach, da kommt schon keine Windböe. Das sagt er und das macht er. Ne, das wird nix. Wie, was wird nix? Ich dachte, die wolltest du hier in Reihe stellen, nebeneinander alle. Nö. Was, Matisierung wird ab? Kann ich machen, ja. Bist du soweit? Ne, mit was? Mit Angabeln hier? Freilich. Aber ich sehe dich nicht, weißt du das? Ich stehe auch nicht. Jetzt kann ich es nicht entsichern. Ich kann mich nicht mehr bewegen hier drin. Ja. Oh, bin rausgeklitscht. Also ich sehe dich nicht. Ist das wieder so ein Bug vom Server her? Ey, siehst du mich jetzt wirklich nicht? Nein. Okay, wieder Synchronisationsfehler. Ja. Gibt's das immer noch? Ja. Mensch, ich dachte, die haben das mal auf der Reihe gekriegt hier. Nein. Ach ja. Man wird ja noch hoffen dürfen.
Hier stehen Fässer rum. Sind das Gewichte? Oder stehen die jetzt nur so zur Zierde da? Keine Ahnung, ich denke mal zur Zielorte. So, ich hab's. Wüste. Hänger aus leer. So. Mensch, jetzt hast du weniger Zeit gebraucht. Ja, wieso? Beim Aufladen. Wir sind da erst hingefahren, ja? Dann haben wir das alles eingekauft. Hinfahren waren 3-4 Minuten. Ja, und es war dann nur noch dein Versuch, das aufzuladen. Ja, ach ja, erzähle nicht. Wir sind ja auch wieder zurückgefahren. Das war eine Minute, du hattest Rückenwind. Ach. Soll ich eine Hänger hinstellen? Ich hätte eigentlich gesagt, hier daneben, aber das sind die Tonnen. Mich interessiert jetzt brennend, ob man die anheben kann, weil es hebt ja auch Tonnen hier als Gewicht. Ja, dann heb doch mal an. Nee, geht nicht. Ist doch kein Gewicht, das ist also nur zur Zierde. Ist da noch ein bisschen Platz? Frei. Ja, so ein bisschen, aber das sieht dann nicht mehr so schön aus. Warte, ich muss erstmal ein bisschen drehen. Ja. Gehört das Feld hier uns? Nee, ne? Ja, freilich. Ist das schon besorgt? Ja, glaube. Guck dann einmal auf der Karte. Stimmt, da gab es ja auch noch hier. Wachstum. Wir haben Wachstum, also ist was gepflanzt. Ja, ja. Bei der nächsten Wachstumsstufe müssten wir noch mal düngen. Und danach die Wachstumsstufe auch noch mal. Ja, aber einen Dünger haben wir doch gar nicht, da. Stimmt, den brauchen wir ja auch noch. Wir haben keine Kohle mehr dafür, oder? Ich schau mal, wie viel der kostet. Ja, ich würde ihn abholen fahren. Düngerstreuer. Ich würde aber lieber die mittleren nehmen, weil der kleine ist zu klein. Das ist viel zu klein. 28.000, wir haben noch gerade mal 13. Hast du Geld? Ja, minus 220. Das ist zu wenig. Ja. Kredittechnisch? Geht da was, oder? Da fragst du mich jetzt was. Ja, ne? warte mal, wo ist denn die Bank? Bank. Geht noch. Jetzt also müssen wir irgendwie einen kleinen Kredit nehmen. Wenn es gar nicht geht. Ja, müssen wir. Also, Geld leihen. Wie viel haben wir jetzt? 13? Mal gucken, ob ich den Weg bis dahin finde. Hast du jetzt Geld bekommen? Nein. Ich hab doch auf Geld leihen gedrückt. Die geben dir wohl nichts, bist nicht kreditwürdig. Die sagen, du stehst schon in der Kreide. Wir sind jetzt mit. Ich drücke auf Geld leihen, der Betrag geht zwar hier höher, aber wir kriegen kein Geld. Hä? Jetzt sind wir schon minus 91.000. Ui, Roro, was machst du? Bis Kredit 105.000 können wir machen, aber wir sind jetzt schon bei minus 109.000. Du bist aber als Admin drinne. Ja, freilich. Dann ist es komisch. Ist da vielleicht noch irgendwas buggy, was da gebugfixt werden muss? Ich denke mal schon. Es kann sein, dass mit einem Singleplayer zwar funktioniert, aber Multiplayer oder nicht. Also auf dem Server. Wir hoffen. Wäre ja jetzt doof, ne? Ja. Also müssen wir so ohne. Ja, mit einmal düngen reicht ja auch erstmal. Also bin ich jetzt umsonst hier vorgefahren? Wovor? Na, zum Hof und so. Und wir stehen jetzt barbarisch in der Kreide und haben nichts in der Hand. Ja, wir haben noch 13.000. Wir haben zwar auf der Bank mehr Schulden wie vorher, aber und haben nichts in der Hand davon. Ja, kann man so sagen. Das ist schon ein bisschen doof. Ein bisschen komisch. Aber was soll's. Gibt's hier nicht auch ein Geldautomat, so wie früher? Gibt's auch, ja. Warum? Vielleicht mal daran fahren?
Vielleicht kriegst du Danzgeld. Okay, ich fahr zum Händler. Ach, hier ist einer. Was? Wo? Wo bist du? Na, beim Händler. Ach, am Händler, ja, am Händler, ne? Da ist einer. Warte mal, ich kann hier mal rein, hinzu. Finanzen ansehen. Da ist er, ja, genau den. Zu oh. mir sagen du. Motor an. Da, so, Motor aus. Ich kann mich nicht bewegen. So rein theoretisch, praktisch hättest du auch hierher fahren müssen, ne? Warum? Ich ja, im Real Life kannst du ja auch nicht rum und nimmst. Ich glaube, ich stecke in dir drinne. Das klingt irgendwie falsch. Ich kann mich nicht jetzt gar nicht und bewegen. Angenehm. Nein. So, jetzt gucken wir mal. Da habe ich jetzt dasselbe Menü. Wenn ich jetzt auf ja, Geld... Ja, hätte ja sein können, dass du... Wenn ich auf Geld Line drücke, passiert nichts. Doch. Ich kriege zwar mehr. Tit. Aber kommt nichts weiter. Hast du im Singleplayer schon mal Geld geliehen von der Bank? Nein, noch nicht. Aber ich denke mal, da funktioniert es. Aber hier funktioniert es nicht so richtig. Vielleicht, ne? Aber nur vielleicht. Kommt das am nächsten Tag erst das Geld? Nur wie Idee. Aber man weiß ja nie. Meinst du? Ja, wäre jetzt auch noch ein Vorschlag. Ja, warten wir es mal ab. Oh, Synchronisationsfehler. Kann auch mit davon kommen, du? Kann auch sein. Weiß man ja nicht. Ich werde jetzt automatisch hin und her zu. Ja, wurde ich vor uns auch, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt im Traktor sitze. Okay. Dann springe ich mal schnell wieder weg. So, ich bin jetzt auf dem Hof, ja? Ich bin schneller wieder. Das heißt, wir müssen uns dann nach der Aufnahmesession nochmal auslocken und wieder einlocken. Ja, so ungefähr. Pass auf, und dann haben wir jetzt sündhaft viel Geld. Danach. Na, das schön wär's. Pass auf, dann ist der Kredit wieder beim Vorhergehenden und du hast das Geld trotzdem gekriegt. Hm. Geld doppeln! Geil! Ja, muss ich. Also, so geil wie es ist nur ein bisschen schade, dass sie das nie auf der Reihe gekriegt haben, was Multiplayer betrifft. Hm. Und das ist echt schade irgendwo. Ja, die haben sich mehr auf Singleplayer konzentriert, denke ich mir mal. Ja, ist nur schade, weil Singleplayer wird das Spiel ja langweilig. Das wird ja erst wirklich richtig cool, wenn du da einen Kumpel hast oder so, ne? Mit dem du das dann zocken kannst. Ja, sagen wir so, ein Singleplayer geht ja auch. Also, man kann jetzt noch mehr machen wie vorher. Also, die Leute, die jetzt immer Freude hatten, Singleplayer mäßig, haben jetzt noch mehr Freude. Ne? Ja, klar. Weil du kannst ja jetzt noch mehr machen. Aber wenn man jetzt Multiplayer hat und auf dem Server ist, man, es funktioniert nicht so, dann ist doch ein bisschen ärgerlich. Ne? Aber da muss man das Beste draus machen. Ja. Und irgendwie ich habe jetzt mal so einen Autofahrer ausgebremst, um zu gucken, ob die auch rechtzeitig abbremsen. Ja, machen sie. Ja, und die fahren ja fast 50 oder so. Also, ne? Die haben mich mal überholt, schön. Ja, die überholen ihn hier ständig. Ich kann ja mal gucken, wo du bist. Bist du schon fast da? Ja, ich bin jetzt am Bahnübergang. Bahnübergang. Ist das jetzt eigentlich, wenn du Zug fährst? Das ist doch bestimmt eine Diesellok. Ja. Musst du die auch nachtanken? Nein. Also die hat quasi unendlich Sprit, oder? Die hat unendlich. So. Ich kann ja mal den mal ordentlich einparken. Boah. Du und ordentlich einparken, das wird doch nix. Na freilich, guck mal, passt sogar. Naja. Stellst du bestimmt noch ein bisschen schief. Nein, das ist perfekt. Nur so halb. Passt sagt schon. Er und macht dir noch eine Korrektur. Nein. So. Jetzt müssen wir eigentlich sozusagen, wie gesagt, warten, bis der jetzt fertig ist, ne? Und dann Zeit vorspulen, nächste Stufe und dann
Nee, Quatsch, wir haben ja keine Düngung. Nee, leider. Abwarten, bis das Fett fertig ist. Stimmt's? Dann auch sofort dann verkaufen fahren, ne? Aber ich sehe dich wieder, ja. Echt? Ja, vor allem nicht. Du läufst hier herum. Hast du schon das Geld bekommen? Nein. Ist doof. Also, ein bisschen das ist wirklich doof. Ja. So. Wie viel hast du dir da jetzt eigentlich geliehen von der Bank? Ich glaube, 75 war es am Anfang, was wir geschuldet haben. Jetzt haben wir auf 96. Also, das muss man sich dann irgendwie hier über. So wie man das früher da mal gemacht hatte, bei LS15, dann sich das Geld dann geben, wenn es mit der Bank hier nicht klappt. Weißt du, was ich meine? Achso. Weil es ja irgendwo doof, weil wir haben ja jetzt nur übelst Verluste und haben dafür noch nicht mal was bekommen, ne? Ja, ein bisschen blöd. Werden wir sehen. Wir sind schon mal am folgenden Ende. Oh, wer war denn dran? Ich spule mal zurück. Ich glaube, ich war's. Ja, glaube. Na dann, liebe Leute, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Kommentar da, Daumen oder Abo da alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.